Hallo und herzlich willkommen zum Adventures Friday. Wir spielen heute mal wieder Heroes of the Storm und ja, absolviere 8 Spiele, gewinne 3 Spiele, absolviere 3 Spiele mit einem Spezialisten. Also würde ich sagen, wir spielen mit einem Spezialisten. Schauen wir mal. Gegen KI, Kenner. Aber letztens ein bisschen Probleme mit gehabt. Aber das wird schon. Spezialisten, da haben wir den und den. Ach, den habe ich noch nicht mal gekauft. Den habe ich gekauft. Warum kaufe ich mir eigentlich immer die Helden? Naja, egal. Ich wollte ja eigentlich immer von jedem mindestens einen haben. Also, Krieger habe ich jetzt 1, 2, 3, 4. Assassinen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ne, warte mal, das sind ja auch noch die anderen beiden, die ich noch kaufen kann. Den habe ich, den nicht, den habe ich und den habe ich. Und hier habe ich den, den nicht. Also ich habe 3 Krieger. Und 3 Assassine. 1, 2. 2 Unterstützer. Und ein Spezialisten. Dann nehmen wir den, den ich mir gekauft habe. So. Dann legen wir mal sofort los hier. Und hoffen, dass wir mal gewinnen. Oh, letztes Mal haben wir, glaube ich, schon gewonnen. Ne, letztes Mal haben wir, glaube ich, verloren gehabt. Ich glaube, letztes Mal war doof gewesen. Davor die Runde hatte mal gewonnen, aber ich glaube, die letzte bei Kenner nicht. Ja, Kenner ist halt schwer. Für mich. So. Da werden wir jetzt gleich mal. Da bin ich. Auf den Kampf vor Helden. Ich reite unter. Ich reite hier auf einer Headstone-Karte. Ist ja nice. Bestimmt auch mal ausgesucht. 10 Sekunden. Ach, das war die eine Runde, die ich nicht richtig verstanden hatte. Aber ich glaube, ich weiß wie. Wir gewinnen hier nicht dadurch, dass wir die Türme. Warum leckt das hier so? Wir gewinnen hier nicht. Wir gewinnen hier nicht, da wir die Türme zerstören, sondern wir müssen. Hey, hier irgendwie was einsammeln war das. So. Nein. Folgt ihr noch gar nicht. Die Altäre erscheinen bald wieder. So. Da ist jetzt das Laser. Oder
Das müssen wir eigentlich hier immer einsammeln. Diese Punkte. Geht hin und erobert die Altäre. So befiehlt es der Rabenfürst. Vernichtet den Totengräber. Ihr werdet fallen, Rabenfürst. So will es der Nexus. Hier. Ja, nee, klar. So ein bisschen Mauern zerstören, um ein paar Punkte zu holen, was man normal nicht machen muss, aber was ich trotzdem mache. Schaffe ich das? Nein, Mist. Ach, ist schon soweit. Erobert die Altäre. Nein! Ein Doppelkill. Ein guter Versuch. Mein Gott. Und dann gelaufen, oder? Genug der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. So, ich werde mal sagen, wir greifen jetzt die NPCs an. Wir sind jetzt schon Level 7. Das müsste eigentlich jetzt schon passen. Schnell die anderen Belagerungsklauen oder was das da sind. Ey. Diese Mistviecher haben sie vorher geholt. Ach, nee. Na egal. Bald schlägt die Stunde. Dieser Turm geht nun dem Rabenfürsten. Nee, schnell, schnell. Die Zeit ist gekommen. Erobert die Altäre. Dreifach Kill. Ein Verbündeter, ein
herrsche über dieses ein Talent des Freies. Ich lasse nicht sehen, dass es mir genommen wird. Nein! Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Woran liegt das nur? Wir schnappen uns ein Söldnerlager. Wir hätten nur noch halbe Lebensenergie und unser ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, die Runde werden wir bestimmt wieder gewinnen. Der Totengräber hat einen weiteren Turm in seine Gewalt gebracht. Treten die Altäre zutage, Helden. Bereitet euch vor. Hier wird es langsam brenzlig. Go, go, go. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt! Eure Macht wird mir gehören, Totengräber. Es wird euch ergehen wie allen anderen vor euch. Liebe Götter. Nicht genug. Doppelkill. Dreifach Kill. Was ist denn das hier eigentlich für einer? Ein Boss? Ne, den greife ich nicht an. So, wir stellen erstmal diese drei Türme auf. Ich glaube, die greifen noch nicht an. Und die Bombe. Ich sag mal, das war jetzt richtig easy. Dieser lästige Totengräber hat einen Turm erobert. Immer den gleichen Turm. So, machen wir jetzt hier das gleiche. Okay, ich habe jetzt gerade. Okay, alle drei Türme wieder. Da ein Turm. Da ein Turm. Da ein Turm. So. Treten die Altäre wieder in Erscheinung. Oh, die Altäre schnell einsammeln. Tut allen, die dem Totengräber dienen. Ich hab's dir noch erwischt. Hervorragend. Lass die Zitadelle des Todes zerstört.
Ja. Das war mal wieder eine Runde von Heroes of the Storm. Gold, 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 Gold. 10 Gold. Yeah. Ich bin schon Level 18. Ist nicht viel, ich weiß. Ich spiele es ja auch nur vielleicht höchstens einmal in der Woche. Und dann habe ich eine sehr lange Zeit gar nicht gespielt. Na gut, okay. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.